Okay, Leute, Wetter ist richtig bescheiden, aber Good News heute. Es kam was Schickes an der Postbote, kam gerade. Hijack Mask. Das packen wir jetzt erstmal aus und gucken mal an, ob das Ding denn tauglich ist. Okay, zurück in meinem kleinen Kämmerchen. Packen wir das Teil jetzt erstmal aus. Schauen uns das Ganze an und dann testen wir das doch mal. Ist das Ding. So, schon mal auf den ersten Blick ziemlich gut verpackt. Was haben wir hier? Wir haben einmal die Maske, Visitenkarten einmal hier von Hijack Mask, ein paar schicke Aufkleber. 1, 2. Aber das stellen wir jetzt erstmal weg. Die von Strong Brother packen wir auch erstmal weg. Und dann kümmern wir uns mal um dieses Schmuckstück hier. Alter Schwede, da ist das Teil. Das sieht schon ziemlich geil aus. Oh, ich freue mich richtig, dass ich diese All-Black-Variante genommen habe. Also alles schwarz. Also die Maske fühlt sich richtig, richtig schön an. Das ist sehr gut verarbeitet. Ich weiß nicht, ich hoffe, das kommt hier richtig rüber. Ich muss definitiv nochmal was mit der Belichtung hier machen. Innen drin, ja, das ist auch ziemlich schick ausgeschmückt. Ja, sehr geil. Ja, dann ziehen wir die doch mal an. So, wieder zurück im Trockenen. Hat auf jeden Fall noch stärker geregnet, dann hätte eigentlich noch Bock gehabt, ein paar mehr Aufnahmen zu machen. Aber ich glaube, das ist schon ganz cool geworden. Bin ja gerade schon am Schneiden und so weiter. Von daher, das wird schon eine runde Nummer, denke ich. Okay, aber jetzt geht es erstmal darum, um das Thema nochmal ein bisschen weiter auszuweiten, ein bisschen zu verfeinern um diese Maske. Also ich habe ja mal ein bisschen was aufgebaut. Ich fahre grundsätzlich eigentlich immer aktuell nur noch mit der Maske hier. Die habe ich bei Amazon gekauft. Das ist einfach so ein Tuch, sage ich mal, elastisch. Damit fahre ich sehr gerne. Mir gefällt das auch richtig gut. Also das ist definitiv, kostet glaube ich keine 10 Euro, zwei Stück oder so. Eine super Alternative. Problem da ist es halt, es schützt kaum vor Kälte. Und die Fliegen, wenn die da einen dir entgegenschießen, ja, das ist wie, als wenn sie direkt auf die Haut prallen. Aber ich bin trotzdem unglaublich zufrieden damit und fahre gerade aktuell ausschließlich nur mit diesen Teilen. Das war eigentlich mein größter Fehlkauf, den ich so getätigt habe. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir so eine originale Maske von Harley Davidson gekauft. Komplett überteuert. Ja, ich glaube, die kostet irgendwas zwischen 40 und 60 Euro und hat nicht mal ein Jahr gehalten. Also ich habe dann hier direkt Probleme. Die hält nicht mehr, also das Klettverschluss hier. Ja, hält kaum noch. Also die fällt mir auch immer während der Fahrt ab. Ich fand die damals ziemlich cool, aber ganz ehrlich, das ist das Geld nicht wert. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei dem Preis. So, dann haben wir jetzt hier das Teil, was ich heute vorstellen wollte. Ich habe mich mit HiJMS connected, mit Bülent, direkt über Instagram, habe halt nachgefragt. Ich habe die schon jetzt ein paar Mal irgendwo gesehen, diese Masken, ne? Gerade auch bei den Kollegen hier von Strong Brother unter anderem. Das Ding kostet mich jetzt ins, oder hat mich jetzt gekostet 90 Euro. Ich habe das ganz normal bezahlt. Ich habe da jetzt irgendwie keine Rabatte bekommen, sonst irgendwas. Wollte ich auch nicht, denn sonst kann ich da, glaube ich, nicht ganz ehrlich und objektiv sein, wenn man da bezahlt wird. Ich habe jetzt noch nicht natürlich keine Langzeiterfahrung damit. Jetzt zum ersten Tragen hat sich das Ganze sehr wohl angefühlt, gerade in Kombination mit dem mit beiden Helmen. Also ich kann beide Helme damit gut fahren. Muss ich sagen, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich finde es gerade mit dem Wehrmacht-Helm, ich habe mir den vor kurzem erst gekauft, aber also vom Look her macht das schon ganz schön was her, finde ich. Die Maske ist auf chromfreiem Rindleder. Diese ganzen Löcher hier und so weiter, die sollen halt davor schützen, dass auch unter anderem die Brille nicht beschlägt und so weiter. Aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Wie gesagt, da fehlt mir aktuell die Erfahrung. Bei mir hat sie gerade zumindest auch bei den Außentemperaturen nicht beschlagen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja, das hatte ich mit der zum Beispiel tatsächlich ständig. Aber mal sehen. Ich denke mal, dass sich diese 90 Euro definitiv gelohnt haben. Denn wo kann man sonst sich eine Maske individuell eigentlich ja, zusammenschustern und dann das für den Preis, ne? Und die fühlt sich wirklich sehr gut an. Also das ist auch wirklich ein gutes, schweres Stück. Ich kann mir vorstellen, wenn mir da eine Hummel reinrauscht, die werde ich wahrscheinlich gar nicht merken. Nochmal, ich bekomme da keinen Cent für, dass ich da irgendwas hierfür mache. Wir waren uns einfach von Anfang an sympathisch und ja, ich finde, sowas kann man auch mal gut vorstellen. Das hilft ja auch meistens immer bei so einer Kaufentscheidung. Ich werde nochmal einen Langzeittest zu machen, wie sich das Ganze dann auch im Sommer entwickelt. Weiß ich was, bei Regen und so weiter und so fort, gerade bei längeren Fahrten. Wie ist das bei einer längeren Tour zum Beispiel? Da würde ich nochmal ein extra Video zu machen. Was kommt noch in Zukunft? Also, ich habe einiges vor, auf jeden Fall noch. Jetzt, ich hatte ja so eine Fragerunde nochmal gemacht bei Instagram. Was wünscht man sich noch auf diesem Kanal so? Also ich habe da wirklich einige Sachen noch im Petto. Das heißt, unter anderem habe ich hier nochmal eine Kotflügelverlängerung. Die werden wir unter anderem noch anbringen. Da gibt es nochmal ein separates Video dazu. Ja, da werde ich noch ein bisschen was zu sagen, wie wir die anbringen werden. Ich weiß es selber noch nicht. Ich hoffe, die passt überhaupt. Ich habe es noch nicht getestet. Dann gibt es das Thema, das wurde auch gewünscht. Hier ist nämlich eine sogenannte Kindersicherung drin. Ich bin schon mal mit meinem Sohn gefahren und wir hatten da die Problematik, dass der junge Mann wieder eingeschlafen ist. Darf natürlich die Mama nicht wissen. Ja, das sollte nicht nochmal passieren. Das heißt, hier werden wir auch nochmal ein separates Video zu machen oder wir packen das irgendwie zusammen. Das sollte ja zumindest alles interessant sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Wenn ihr Fragen habt zu der Maske oder sonst irgendwas, ja, schreibt einfach HiJMask direkt an. Das war jetzt alles ziemlich unkompliziert, ging übel schnell. Ich glaube, ich habe nicht eine Woche dann gewartet von wirklich Fertigstellung bis ich es in der Hand hatte. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, gerne bei Instagram melden und ja, bleibt gesund. Wir haben es bald geschafft. Bald wird es wieder warm. Heute war es eigentlich zwar regnerisch, aber es war schon viel wärmer. Ich glaube, heute sind es irgendwie 5 Grad oder so. Von daher, bald können wir dann wieder endlich mit der Fahrerei starten, die Touren starten. Bis dahin, ja, bis zum nächsten Video. Ciao. So, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Support ist kein Mord. Bitte checkt auch einmal den Brabkalan aus, seinen Instagram-Account und natürlich auch seinen YouTube-Kanal. Lasst ihn gerne auch mal ein Abo da. Der macht ziemlich coole Bobber-Videos. Also, denke, da seid ihr richtig aufgehoben. Und natürlich auch den Kollegen Strohi. Der hat sich jetzt ein neues Bike gekauft. Checkt mal ab, was er gekauft hat. Und ja, es wird auch noch einiges zusammenkommen. Also Brabkan und Stroh, wir machen gemeinsam nochmal einen coolen Ausflug, einen coolen Vlog. Ich denke, das wird eine ziemlich interessante Nummer.